Aber es ist eine besondere. Es ist ein Königspython. Oder auch besser bekannt als Ballpython. Nicht unterfallen lassen, ne, Melina? Schön festhalten. Dann tut dir nichts. Dieser kleine Königspython gehört zu den Riesenschlangen. Er ist nicht besonders groß, Melina, der ist nicht groß, ne? Nö, der ist klein, ne? Ja, guck mal die Leute an, da, genau. Und halt schön fest. Nicht, dass sie runterfällt und sich die Ohren bricht. Sie gehört trotzdem zu den Riesenschlangen. Ja, wie gesagt, er wird nicht besonders groß, maximal 1,60 Meter, aber er kann für eine Schlange doch sehr alt werden. 30 bis 40 Jahre könnte so ein kleiner König werden. Wir gehen mal ein bisschen näher ran zum Publikum. Schaut mal her, er hat ein ganz tolles Muster. Wenn er oben in den Bäumen herumklettert, halt mal nach vorne, so, genau, dann ist er kaum zu erkennen von den Ästen. Aber wenn er auf dem Rücken liegt, dann kann man ihn sehr wohl erkennen. Da ist er nämlich weiß. Hast du prima gemacht, kannst du wieder hinsetzen. Aber glaub mir, nur eine tote Schlange liegt auf dem Rücken. Alle anderen liegen auf dem Bauch und tarnen sich sehr gut. Der kleine König klettert wieder in den Urwald zurück.